Jetzt geht es darum, wie das Interface aussieht von Archicad. Ich hatte in dem Video davor über die sogenannte Arbeitsumgebung gesprochen und gesagt, dass es sich dabei um eine Konfiguration der Paletten im Interface von Archicad handelt. Also so einfache Sachen wie zum Beispiel, ob der Werkzeugkasten, die Werkzeugpalette, zu der ich gleich noch komme, schmal ist oder breit. Das sind zum Beispiel Dinge, die sich Archicad merkt und beim nächsten Öffnen anbietet, mit den zuletzt vorgenommenen Einstellungen das zu öffnen. Das ist alles Teil der Arbeitsumgebung. Wir sehen hier oben so verschiedene Dinge. Das ist zum Beispiel eine Symbolleiste. Wenn ich jetzt mal auf das Wandwerkzeug klicke, dann sehe ich hier auf einmal so eine Art Einstellungsmöglichkeiten für die Wand. Das ändert sich dann mit den anderen Werkzeugen jeweils kontextabhängig. Es gibt ja auch andere Paletten, wie auch immer. Diese Konfiguration ist gespeichert als Arbeitsumgebung. Man kann sie ändern, anpassen. Wenn wir mal auf das Archicad-Menü gehen zur Arbeitsumgebung, dann sehen wir, dass wir hier verschiedene Profile auswählen können. Also der oberste Hierarchiepunkt dieses Arbeitsumgebungs-Einstellungsfensters enthält verschiedene Profile. Man kann zum Beispiel jetzt mal auf Tragwerksplanung klicken. Und dann wird hier gesagt, dass man das jetzt anwendet und dann klickt man auf OK. Und dann sieht das auf einmal anders aus. Dann habe ich nämlich andere Werkzeuge. Ja? Also das ist eigentlich jetzt der Hauptunterschied. Der Rest ändert sich gar nicht so sehr. Ich habe hier auf einmal so komische Tragwerksplanungswerkzeuge, die ich vorher nicht hatte. Diese Arbeitsumgebung zu ändern über das Archicad-Menü geht nur bei Apple. Wenn ich auf Optionen gehe und da nochmal auf Arbeitsumgebung, dann habe ich sozusagen den universellen Menübefehl, der auch für Windows gilt. Dort kann ich auch nochmal auf Arbeitsumgebung gehen, dann hätte ich den gleichen, die gleiche Auswahl wie gerade. Ich kann aber hier auch direkt sagen, ich hätte gerne das Profil Architektur zum Beispiel wieder. Ja. Und natürlich könnt ihr auch dann, wenn ihr weiter fortgeschritten seid im Archicad-Business, da könnt ihr euch auch eigene Arbeitsumgebung anlegen. Ich will mal ganz kurz nur darauf hinweisen, was man dort alles einstellen kann. Also ich will das jetzt wirklich nicht vertiefen, weil das für euch am Anfang nicht wichtig ist. Ja. Es ist dann später im Büro oder wenn man Standards haben möchte, dass auf allen Rechnern das immer gleich aussieht und so, dann wird das ein Riesenthema jetzt am Anfang nicht. Ich will nur trotzdem kurz darauf eingehen, was man da alles einstellen kann. Also zum Beispiel die Dialogboxen und Paletten. Da sieht man zum Beispiel, das ist hier für die Pad-Palette. Das ist so eine kleine Hilfspalette mit Werkzeugen, die ganz oft auftaucht. Ob die dem Cursor folgt, also beim Zeichnen, oder ob die immer auf der gleichen Stelle dann landet, zunächst einmal. Das kann man hier ändern. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Es gibt auch Fanghilfen und Hilfslinien. Dort kann man dann einstellen, wie sich diese temporären Hilfslinien, die sich da ständig irgendwie aufbauen bei Archicad, mit welcher Verzögerung die angezeigt werden. Das sind jetzt irgendwie Kleinigkeiten für euch für den Anfang. Ihr müsst das jetzt auch gar nicht ändern. Ich will nur darauf hinweisen, was hier alles geändert werden kann. Tastaturkürzel, ihr könnt Tastenkürzel ändern. Also wenn ihr mit den vorhandenen Tastenkürzeln nicht zufrieden seid, könnt ihr die hier anpassen. Da sieht man dann hier so verschiedene Befehle. Und dann sieht man da den Tasten, den Shortcut und dann kann man den entsprechend ändern. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen. Ich will nur sagen, dass das ein riesen Apparat ist hier, was man hier alles ändern kann. Ihr könnt dann eigene Profile damit auch anlegen. Das ist dann später für den Workflow in Büros wahnsinnig sinnvoll, nicht? Dass also nicht jeder Arbeitsplatz irgendwie anders aussieht auf dem Monitor. Ich breche das jetzt mal ab. Das war jetzt nur ein Hinweis. Arbeitsumgebung ist quasi die Sortierung eurer Paletten, die überhaupt welche Paletten man sieht und auch zum Beispiel sowas wie Tastaturbefehle. Ich komme jetzt zum Interface, zu den Komponenten. Das Wichtigste vielleicht erstmal das Menü. Wir haben hier bei Apple ein extra Archicad-Menü. Das ist jetzt kein Thema, weil ich möchte das jetzt universell behandeln. Das Thema Ablage enthält alle wichtigen Menübefehle, die ihr so kennt. Also neu öffnen, Projekt schließen, sichern, die ganzen Export-Import-Befehle, die in einem solchen Programm wahnsinnig wichtig sind. Sind hier so ganz verschieden sortiert. Man kann hier zum Beispiel sehen, dass man Punktwolken importieren kann oder Vermesserdaten als in Tabellenform in eine Freifläche verwandeln. IFC, Im und Export. Man kann auch Dateien einbinden in einer Archicad-Datei, also Mini-Dateien,
zum Beispiel eine Badezimmerdatei in eine Hoteldatei einbinden. Mal verkürzt gesagt, man kann die Bibliothekselemente handeln. Also alles, was irgendwie mit dem File-Management zu tun hat, ist hier. Dann gibt es noch alles das, was mit Drucken zu tun hat. Das ist allerdings eher der Form halber. Drucken und exportieren, also speziell drucken auch, würde man lieber auf eine andere Weise, da kommen wir dann später im Semester dazu. Dann bearbeiten, die Klassiker, ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen, also die Sachen, die ihr aus jedem Programm kennt, aber eben auch Sachen, die dann ArchiCAD-spezifisch sind, also zum Beispiel kopieren oder Sachen bewegen oder ausrichten oder verteilen oder verändern, ja, also zum Beispiel abschneiden. Also das sind alles Sachen, die man entweder hier aus diesem Menü macht oder dann nochmal anders mit irgendwelchen Tastentricks. Ansicht, alles, was ihr seht, alles, was mit dem mit der Sichtbarkeit von Elementen zu tun hat und aber auch mit dem Fangen an bestimmten Sachen, das ist alles hier abgelegt. Gehe ich jetzt gar nicht so sehr darauf ein, vielleicht noch ein bisschen 3D-Darstellungsmodus, Standort und Projektionsart. Also welche Projektionsart haben wir denn im 3D-Fenster eigentlich? Perspektive oder Axonometrie zum Beispiel. Dann der zentrale Teil von ArchiCAD, die Planung. Damit ist gemeint das Konstruieren. Ja, also jetzt nicht irgendwie Striche zeichnen, sondern Wände und die dann auch schneiden. Da gibt es dann so Bool-Befehle. Es gibt andere Sachen, die euch helfen. Es gibt bestimmte werkzeugspezifische Unterbefehle, die alle damit zu tun haben, dass ihr was konstruiert. Ja, also das ist quasi der zentrale Teil, das wichtigste Menü, könnte man sagen. Wobei man die meisten Sachen gar nicht über dieses Menü macht, sondern dann über die Werkzeuge. Es gibt die Modellüberprüfung. Ne? Also da kann man zum Beispiel sein eigenes Modell auf Kollision überprüfen. Also schneiden sich im Modell Sachen, die sich nicht schneiden sollen. Es gibt dann noch Sachen, die mit dem Tragwerksanalysemodell, was man mit ArchiCAD auch machen kann, zu tun haben. Dokumentation ist alles, was man aus dem Modell ableitet, also vor allen Dingen Pläne. Also insofern gibt es hier die Ebenen, die sind dann wichtig, die verschiedenen Algorithmen zum Sichtbarmachen oder Ausblenden von Elementen in bestimmten Darstellungen. Noch die Tabellen, die es dann gibt. Also alles das, was der Output eines Modells sein könnte. Also Zeichnungen eben, aber auch Tabellen, Renderings und aber auch das Fehlermanagement, wenn man jetzt kooperativ zusammenarbeitet und sich auf Sachen hinweisen will, die irgendwie noch nicht stimmen. Optionen, das ist so ein Menü, wo man alles Mögliche auswählen und bestimmen kann. Zum Beispiel kann ich hier die Elementattribute konfigurieren, die Baustoffe, die mehrschichtigen Bauteile, die Schraffuren, die Linien, also die, sagen wir mal, zeichnerisch-konstruktiven Komponenten eines Modells oder einer Zeichnung. Kann ich hier mir die Kataloge jeweils angucken, die ArchiCAD da so hat und kann die ändern, erweitern und so weiter. Die Projektpräferenzen, welche Arbeitseinheiten habe ich überhaupt? Also habe ich Meter? Ja, das habe ich, aber könnte ja sein, dass es nicht so ist. Auch da wieder eben diese Arbeitsumgebung hatte ich eben schon gezeigt. Teamwork ist ein Menü, was wichtig wird, wenn ihr eine Teamwork-Datei gemeinsam bearbeitet, also eine normale ArchiCAD-Datei, die einfach nur von mehreren Usern gleichzeitig verwendet wird. Und entsprechend ist es jetzt hier leer, weil das ist keine Teamwork-Datei. Fenster, nochmal, also was sehe ich eigentlich hier im Interface? Ja, zum Beispiel welche Paletten. Man sieht hier im Fenstermenü Paletten, dass es ein paar gibt, die also offensichtlich angezeigt werden und jede Menge Paletten werden auch nicht angezeigt. Symbolleisten sind sowas Ähnliches wie Paletten. Zum Beispiel das Ding da oben. Das da ist eine Symbolleiste. Ja? Also das zum Beispiel, da gibt es noch mehr davon, von denen offensichtlich auch nur eine gerade am Start ist. Also das sind so Sachen, die man hier auswählen kann. Wenn ihr mehrere Fenster in ArchiCAD zum Zeichnen verwendet, dann werden die hier aufgelistet. Im Moment habe ich 2 Grundriss- und 3D-Fenster. Und dann gibt es noch das Hilfemenü. Da halten sich die User am wenigsten auf, in der Regel die ArchiCAD-Hilfe mit F1 zu erreichen, wo man quasi erklärt bekommt, wie die Werkzeuge funktionieren, die Handbücher und irgendwelche wertvollen Links und so weiter. Ja, also das ist alles das, was mehr oder weniger mit Support und Hilfe und so weiter zu tun hat. Übrigens auch, hier wird auch angezeigt, dass ihr angemeldet seid. Also das ist eine gute Idee, wenn man ArchiCAD benutzt, auch angemeldet zu sein. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Also das wäre sozusagen das Menü.
Dann noch die wichtigste Palette, die Werkzeugpalette, weil in der wählt ihr quasi ständig immer irgendwie ein Werkzeug aus, mit dem ihr dann irgendwas zeichnet. Also man klickt das dann hier so an und dann kann man irgendwas zeichnen damit. Da gehen wir dann in den kommenden Videos drauf ein. Die kann man auch einklappen, also man kann da so draufklicken und dann werden die eingeklappt. Die sind so, das Ding ist sortiert. Diese Sortierung kann man auch ändern, Stichwort Arbeitsumgebung. Wollt ihr am Anfang aber nicht machen, merkt euch einfach, Dokumentation ist mehr oder weniger alles 2D-Elemente, also zum Beispiel Linien und Kreise und aber auch Bemaßungen, also alles, was zum Output gehört. Also ihr wollt was beschriften, bemaßen, noch Linien ergänzen und so weiter. Wenn man auf Sichten geht, dann hat man alle Werkzeuge, die dazu dienen, weitere Zeichnungen zu erzeugen, also wie zum Beispiel Schnittwerkzeug, Ansichtswerkzeug, Detail und Arbeitsblatt. Das sind Tools, die ihr benutzt, um aus eurem Modell Zeichnungen zu generieren. Und das Wichtigste aber am Anfang die Planung, also damit ist immer Konstruktion gemeint. Auf Englisch heißt es dann Design, also Wandwerkzeug, Fassadenwerkzeug, Geländerwerkzeug, Freiflächenwerkzeug und so weiter. Das Ding da oben, dieses breite Ding, was man übrigens scrollen kann mit der Maus, ist das sogenannte Infofenster. Das Infofenster ist eigentlich eine permanente Anzeige von Einstellungen für jedes ausgewählte Werkzeug. Wenn ich jetzt also zum Beispiel das Türwerkzeug habe, kann ich hier alles Mögliche einstellen, aber eben nicht nur das, was ich hier sehe, sondern auch noch mehr. Ich kann mich da so durchscrollen. Das macht es auch aus meiner Sicht ein bisschen unpraktisch zu benutzen. Wir werden später noch sehen, dass wir die Einstellung für jedes Werkzeug auch anders haben können. Wir müssen nicht das Ding da oben benutzen, das ist aber das Infofenster, will ich euch auf jeden Fall vorstellen. Hier rechts gibt es die Navigatorpalette. Die Navigatorpalette verschafft euch Überblick über euer Projekt. Was habt ihr eigentlich schon gezeichnet? Was habt ihr schon für Ausschnitte produziert oder Layouts? Da gehen wir nochmal so vertieft drauf ein, dass ich das jetzt gar nicht weiter besprechen will. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Palette. Die kann übrigens auch fehlen. Dann gibt es hier, also man kann jede Palette auch da so rausziehen und mit dem Klick auf diesen Punkt eben verschwinden lassen und dann kann man hier sich das Ganze so anzeigen lassen. Ja? Also das geht auch. Wie gesagt, das müsst ihr euch jetzt noch nicht alles merken. Das ist halt Interface. Also die Frage, welche Palette macht was und zeigt euch was und hilft euch bei was für einer Aktion, das werden wir im Lauf der vielen Videos und der vielen Aktivitäten, die wir da machen, immer wieder haben. Also deswegen vertieft sich das dann davon alleine. Auch die kleinen Sachen sind spannend. Also hier unten, ganz unten zum Beispiel, ist so eine kleine Palette, die euch Anweisungen gibt, was ihr machen sollt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Wandwerkzeug nehmt, dann steht da unten Anfangspunkt für Wandrechteck festlegen. Das würde bedeuten, ich klicke irgendwo hin und dann hätte ich den Anfangspunkt. Und dann steht da Wandrechteck konstruieren. Wenn ich also nochmal klicke, hätte ich ein Wandrechteck. Insofern ist dieses Ding da unten ganz schön. Ich gucke da eigentlich kaum hin, aber natürlich kann man das trotzdem machen. Dann gibt es hier so Anzeigen, wie zum Beispiel, welchen Maßstab habe ich gerade eigentlich in der Anzeige, in welchem Zoom-Faktor sehe ich das. Hier unten gibt es noch andere Dinge, die dann später wichtig werden, welches Stiftset ist gerade benutzt und so weiter. Also das ist zwar klein und schmal, ist aber trotzdem wichtig. Noch ein letztes, es gibt Zeichenfenster in Archicad. Ich blende mal kurz das Raster aus. So. Wenn ich ein Wandrechteck zeichne, dann sehe ich das im Grundriss. Das Grundrissfenster ist immer dadurch gekennzeichnet, dass es da 0. EG steht oder sowas in der Art. Also man kriegt sozusagen, je nachdem wie man es benennt, in den Geschosseinstellungen immer so einen Geschossnamen angezeigt, wie auch immer der dann genau aussieht. Das heißt, ich sehe immer Dinge in einem Geschoss, also zum Beispiel im Erdgeschoss, jetzt in diesem Fall ein Wandrechteck. Im 3D-Fenster, was meistens auch offen ist, kann ich draufklicken und dann sehe ich dieses Ding, was ich da im Grundriss gezeichnet habe, in 3D. Dieses Fenster kann ich schließen, das ist kein Problem. Wenn ich dieses Fenster schließen will, dann möchte Archicad das Programm schließen und fragt mich, ob ich sichern will. Ja? Also das Grundrissfenster ist sozusagen das Minimalfenster, ohne das geht es nicht. Wenn ich jetzt aus dem Grundrissfenster Command oder Steuerung 3 drücke, dann wird automatisch wieder ein 3D-Fenster erzeugt. Von diesen sogenannten Modellfenstern, also das Grundrissfenster wäre so eins, das 3D-Fenster wäre so eins, könnt ihr relativ viele haben. Also ihr könnt zum Beispiel noch ein Schnittfenster haben, ein Ansichtsfenster. Ihr könnt noch ein Fenster haben, in dem ihr eine Tabelle seht, ein Fenster, in dem ihr ein Rendering seht.
Diese Fenster werden sozusagen nach Bedarf und je nachdem, was ihr da macht, hier oben aufgelistet. Ihr könnt dann zwischen den wechseln, indem ihr da so draufklickt. Man kann aber auch, also Control-Tabulator, der funktioniert bei mir auf dem Mac auch. Müsst ihr mal gucken, wie das bei euch geht. Also man kann sozusagen auch mit Tasten kürzeln dadurch. Ja. Also das ist auch nochmal wichtig. Wir haben in Archicad keine so eine Vier-Fenster-Darstellung, wie es die in anderen Programmen gibt, wie zum Beispiel in Rhino. Wir haben einfach diese vielen Fenster da oben. Und die kann man dann so draufklicken. Dieser Navigator, den ich da eben so weggezaubert habe, den ich mir mal geschwind wiederhole, über die Arbeitsumgebung Profil anwenden, Profilarchitektur. Der zeigt mir jetzt an, was ich alles habe. Ich sehe hier, dass ich ein erstes OG habe, ein nulltes EG, also das ist das hier, was ich hier gerade sehe. Und ich kann auch hier beim 3D sehen, dass ich da eine allgemeine Perspektive habe. Ja, das ist die da. Also das ist der Witz an dem Navigator, dass man sich unter all diesen vielen Fenstern, die ja auch nicht offen sein müssen, ja, Stichwort 3D-Fenster, dass man trotzdem weiß, was man da gemacht hat. Im Moment ist es nicht besonders viel. Also insofern wird da auch noch nicht so viel angezeigt.